Das ist die Frage. Ist doch komplett bescheuert, oder geht das? Ah, okay. Das ist ja cool. Halt, wollte ich gar nicht. Dich wollte ich. So. Haben ein schönes Marmorbett jetzt. Geil. So, auf jeden Fall können wir jetzt mal schlafen. So. So, Flegelchen. Hi, schön, dass du da bist. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Bettchen. Da möchte ich auf jeden Fall dann gleich schlafen. Geht aber gerade nicht, weil es Tag ist. Was ich sehr ungeil finde eigentlich. Aber ich möchte auf jeden Fall einmal schlafen, damit wir dann ganz entspannt nämlich hier wieder spawnen, wenn wir sterben sollten. So, da unten die Farm. Also, ne, mit viel Fantasie kann man hier erkennen, dass das irgendwann mal in 20 Jahren eine Farm wird. Momentan ist es eher so, naja. So, die Dinger machen wir mal weg hier. Diese kleinen Bäume, das ist irgendwie, keine Ahnung. Ah, mal eine Sekunde, eine Idee, eine Frage. Kann ich eigentlich? Ja, es geht. Geil, das geht. Ich kann mit der Schere tatsächlich die Bäume hier klein machen. Geil. Cool. War gerade so die Idee, ob das geht. Das ist ja geil. Dann kann ich da wirklich dann die Bäume auch selber bauen. Das ist ja krass. So, man kann doch in echt auch am Tag schlafen. Naja. Bau dir einen Carpenter-Hammer. Dann kannst du Design machen. Stimmt, aber ich habe noch nicht so viel Eisen. Ich möchte mir das Eisen gerne noch sparen. Ich wollte erstmal die Schere machen eigentlich, weil ich dachte, ich kann, ich muss die Schafe scheren, die da hinten sind, aber brauche ich nicht. Geht auch so. Was haben wir hier? Strawberry. Cool. Okay, hier haben wir Erdbeersträucher. Sehr, sehr geil. Okay, wir haben doch ein bisschen was da an Nahrung. Was ist das hier? Weg. Weg. So. Okay. Und ich habe wieder keinen Platz im Inventar. Es ist super. Ich schleppe so viel Zeug mit mir rum. Ich mache mir hier ganz kurz Folgendes. Die Oak Leaves. Ne, die pflanze ich gleich mal wieder ein. Zack. Der kommt da weg. Den pflanzen wir dahin. Einfach, dass wir schnell wieder Bäume kriegen. So, das Zeug können wir alles einmachen dann. Dann machen wir hier jetzt. Zack, zack. So. Okay. So, die Axt ist eh gleich kaputt, von daher ist es egal. Achso, es sind zwei Sachen mittlerweile, die rumliegen. Was habe ich denn alles dabei? Dammgras, okay. So, ich gehe mal schnell zur Hütte zurück, lege ein paar Sachen ab. Da ist ein Villager-Dorf, da gibt es auch Karotten, Weizen und Kartoffeln. Ja, da war ich schon. Textilgarten, Dammgras, da war ich schon. Da haben wir alles gemacht. Aber ich will trotzdem gerne halt die eigene Farm hier anbauen. Dann ist der Weg nicht immer so weit. So. Dann die Blätter schmeißen wir da rein. Das schmeißen wir da rein. Das Gras schmeißen wir alles da rein. Die Leaves schmeiße ich auch mal da rein. Die Blumen hier auch. Einfach weg. So, die Erdbeeren behalte ich. So. Okay. Weil da waren wir vorhin schon bei dem Dorf drin. Das habe ich nämlich aus der Ferne, habe ich das ja vorhin gesehen, dass da irgendwas ist, was wie ein Gebäude aussah. Gehst du näher hin? Oh, da ist ein NPC-Dorf. Juhu. Dafür die ganzen Kartoffeln gerade her. Ansonsten würde ich echt verhungern. So, der Baum hier geht langsam weg. Was ist das hier? Das ist ein Pinewood. Ich rasiere jetzt hier mal ein bisschen was weg an Bäumen. Ist aber kein Problem. Wir pflanzen natürlich wieder Bäume an dann. Aber dann kriegen wir so ein bisschen zumindest. Habe ich Erde dabei? Natürlich nicht. So. Okay. So. Habe ich eigentlich noch Äxte dabei? Ist das die letzte Axt gewesen? Ich hoffe nicht, dass es die letzte Axt ist. Na toll. Ne, ich habe noch genug Äxte dabei. So. Ich weiß, das macht man normalerweise mit Erde, aber ich habe gar keine Erde dabei, also nehme ich Holz. Man nimmt das, was man hat. So, okay. Zack, zack, zack. So. Dann das Bäumelein, das reißen wir auch weg.
Die Leaves eigentlich würde ich gerne sammeln. So. Warum würde ich die gerne sammeln? Die kann man nämlich schön einkompostieren. Dann können wir daraus nämlich Dünger machen für unsere Erde. Das wäre sehr schön. So, reißen wir es mal so weg so. Zack, zack, zack. Da ist der Kuckuck, der Kuckuck, der Kuckuck. So, ich muss mal Erde wieder abtragen dann gleich, beziehungsweise Erde mitnehmen, weil das ist so echt ein bisschen nervig. Halt. So, zack. So, Hippie der Zerstörer. Aber ich brauche die Blätter für, dass wir Dünger machen können. Das wäre sehr schön. Okay, zack. So. Die Schere ist gleich kaputt, ist mir bewusst. Aber wir kriegen wenigstens ein bisschen was hin. Zack. So. Dann den Baum hier weg. So. Okay. So, das Zeug fällt alles runter, sammeln wir jetzt gleich ein. Und dann haben wir jede Menge Dünge und können dann das Feld auch weiter ausbauen. Was hoffentlich auch super funktionieren wird. Die Erdbeeren, die wachsen da langsam vor sich hin. Finde ich gut. Und es wird schon wieder Nacht. Geil. So, die Erdbeeren, Strawberry. Das passt, das lassen wir. Die lassen wir erstmal in Ruhe. Das nehmen wir noch mit. Können wir leider nicht. Dann machen wir das so. Okay, ich schmeiß mal kurz das hier weg. Ich will die gleich neu anpflanzen. Zack. So. Mit Kuh schmeiß ich das weg, oder? Ja, mit Kuh schmeiß ich es weg. Hast du eine Erdbeere, oder? Nee. Hummingbird. Weg mit dir. Du kommst, keine Ahnung. Daher. So, wird ein sehr dichter Wald, aber den reißen wir dann eh mal weg. Wie gesagt, wir brauchen eh jede Menge Holz und so weiter. Dann kriegen wir da das auf alle Fälle hin. Hier bauen wir gleich weiter. Ich muss hier mal kurz gucken. Ich will das hier so ein bisschen weghaben. Dann machen wir so einen schönen, Hülleneingang. Keine Ahnung, was wir da drin machen. Müssen wir mal gucken, dann, da ist ein Creeper auf jeden Fall, habe ich gerade gesehen. Vielleicht können wir da irgendwas Schönes drin machen. Du verdammter Creeper. Mann. Mistviecher. So. Okay, so, Erde haben wir jetzt wieder ein bisschen was. Ist immer schön, wenn man den Creeper dazu benutzen kann, die Landschaft umzuformen dann. Sofern er damit natürlich mitspielt und einen selber dann nicht verletzt. Oh, cool. Also aus den Blättern kriegt man echt jede Menge raus hier. Das finde ich sehr cool. Zack. Also die Blätter einmachen, das bringt auf jeden Fall was. Das ist super. So, dann kriegen wir jetzt ein bisschen Dünger zusammen. Dann können wir das hier mischen mit der Erde. Zack. So. Dann haben wir ein bisschen mehr Gartensoil, dann können wir die Kartoffeln endlich mal einpflanzen. Und wir müssen wieder was essen, sehe ich gerade. So. So. Also gut. Das passt. Die restlichen Kartoffeln, die brate ich mir jetzt einfach schnell, dass wir was zu essen haben, dass wir nicht sterben. Das würde mich sehr, sehr freuen eigentlich. Zack. Okay, hier sieht es echt entspannend aus gerade noch. Finde ich gut. So, die Kartoffeln brate ich mir jetzt halt. Dann futtern wir die weg. Resine, Veggie Option. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kann ich das essen? Nö. Achso. Aber es ist sehr schön, dass man es zumindest dabei hat. Wer hat nicht gerne Resine immer dabei? Kennt man ja. Zack. Hallo? Achso. Eine Zucchini haben wir auch noch. Die können wir auch noch einpflanzen dann. Cantaloupe grows best in Plains Forest. Okay. Das können wir in Bäumen anpflanzen dann irgendwie. Sergeant Gurki, hallo, willkommen zurück. So, das Dingens hier schmeißen wir mal da rein. So, wir sind am Verhungern. Wie schaut's aus? So. Okay, so.
Wir sind wieder da. Finde ich gut. So. Es ist Nacht. Mal gucken. Oh, ja. So. Neuer Morgen, neues Glück. Wir haben jetzt hier auch endlich mal gespeichert. Beziehungsweise wir spawnen jetzt dann auch immer hier. Finde ich gut. Das Feld da unten sieht auch gut aus. Was haben wir hier Schönes? Ja, nehmen wir mal alles mit. Das nehmen wir auch mal mit. Und das nehmen wir auch mit. So, dann können wir hier die Felder ein bisschen weitermachen. Erde, zack. So. Dann schmeißen wir das da unten schnell rein. Da muss auch noch ein Zaun natürlich rum, ist mir klar. Da könnte ich hier mal eben auch schnell mein Crafting Table hinbauen. Achievement, Benchmarking. Aha. Sehr interessant, dass ich dafür jetzt ein Achievement kriege. Pinewood, Spruce Wood, okay. Jetzt machen wir erstmal hier raus, machen wir jetzt erstmal ein bisschen Holz. Zack. An der Fence. Wie ging denn der Zaun? Carpenter's Ladder. Carpenter's Gate. Carpenter's Door. Torch. Lever. Nö. Ich will eigentlich hier einen Zaun, will ich. Okay. Ich will jetzt keinen Carpenter-Zaun. Ich will einfach einen normalen Zaun haben. Dafür brauche ich aber erstmal hier noch ein bisschen was. Zack. So. Beziehungsweise Sekunde. Ich möchte das eigentlich anders machen. Ich habe gerade eine Idee. Da müsste ich aber... Okay, da müsste ich noch eine Ebene abtragen eigentlich, aber das fände ich eigentlich ganz nice. Ich probiere mal was. Mal gucken, wie es aussieht. Dann müssen wir noch eine Ebene abtragen, ist aber nicht so schlimm, weil wie gesagt, ich will eh viel mehr Felder machen, das heißt, wir müssen eh ein bisschen was abtragen noch. Dann machen wir Folgendes. So, das sollte ja bis daher gehen. Mal so. Zack. Ja. Genau. Ja, genau so soll das ausschauen. Genau so. Genau so soll es aussehen. Ist ganz wichtig, dass es so aussieht vor allem. Zack. Na mal, willst du mich jetzt verarschen? Sag mal. Dann machen wir es halt so. So, zack, 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 zack. So, und dann machen wir hier zack, 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 zack. So. Hat genau gereicht, sehr gut. Dann hier die Axt. Ach, das ist der falsche. Wo ist er? Da ist er. So, zack. So, dann haben wir das hier. Hier kommt das Feld rein. Und von wegen, es hat genau gereicht. Hier sind auch zwei falsche drin. Okay, die müssen wir noch anders, die müssen wir umbauen noch. Auf jeden Fall. Was habe ich jetzt vor? Ich mache jetzt Folgendes. Ich mache jetzt hier, zack. Und dann machen wir hier, zack. Mhm. Fans. Wooden Fans. Ah, okay. Ich brauche bloß für die Carpenter-Blöcke brauche ich bloß das. Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir hier so, zack. Und dann so. Dann brauchen wir noch mehr Stickies. Zack, 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 zack. Hallo. So. Okay, 20 Zäunchen. Dann machen wir die hier so rum. Zack, zack, zack. 2, 4. Es ist... Doch. Nee, es passt nicht. Ist, glaube ich, eins... Ist, na, toll. Ist eins zu wenig. So, dann machen wir hier einen schönen Zaun noch außenrum, dass da niemand reinlaufen kann. Uns gegebenenfalls die Sachen wegfuttert. Das wäre sehr schön. Das machen wir noch weg hier. So. Dann haben wir das hier weg. Und dann bauen wir hier einfach ganz entspannt Zäunchen. Dann brauchen wir noch mehr Zaun.
Und hier brauchen wir noch ein Gate auf jeden Fall. Ich müsste eins noch nach rechts dann machen. Okay, alles hier weg. So. Zack, zack. Das ist der Fall. Ich will bloß gucken, wie es ausschaut. Dass es der falsche Dingens momentan ist. Das falsche Holz ist mir klar. Das können wir aber immer noch ändern dann. Also im Nachgang. Ich möchte bloß mal gucken, wie es insgesamt aussehen würde, wenn wir das so machen. Wenn wir das so machen. So, das kommt weg. So, dann bauen wir hier. Brauchen wir mehr davon. Wie war das jetzt so, ne? Ja. So. Zack. Dann hier noch. Dann hier so. Na toll. Also wie gesagt, ich spiele jetzt hier gerade mal ein bisschen rum, weil ich gerade so eine Idee habe, was man machen könnte. So mit einem schönen Zaun außenrum, dann schön Fackeln obendrauf. Dass da auch ja keine Viecher spawnen. Haben wir noch Fackeln eigentlich? Nee, ne? Kohle habe ich auch keine dabei. So. Da hinten fehlt noch ein Zaun. Zack. So, und da kommt jetzt ein Gate hin. Wie ging denn das mit dem Gate nochmal? Gate. Das ist echt praktisch hier. Okay, brauchen wir vier davon. Zack, 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 zack. So, ein Gate. Jawohl. So, und das Gate kommt dann da. So, da kommen wir hier durch. Hier kommt dann das Ganze mit dem Säulen noch hin. Hier kommt dann der Kartoffelacker rein. Und dann sollte das eigentlich ganz gut ausschauen. Die Fackeln kommen hier noch, jeweils auf die Ecken kommt noch eine Fackel drauf. Und hier, weiß nicht, vielleicht mache ich hier so eine Wasserlache einfach noch hin, dass man hier so ein bisschen Wasser hat. Wir können es ja später immer noch weiter ausbauen. Dann haben wir zumindest ansatzweise eine Bewässerung da. Das müssen wir mal gucken, wie das dann ausschaut. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, dann, wie schaut es hier aus? Hier haben wir wieder jede Menge Dünger, beziehungsweise Kompost. Dann machen wir hier zack, zack, zack. So, dann haben wir hier Gartensäule jede Menge. Schmeißen wir dann gleich rein. So. Ist übrigens genauso wie bei Stardew Valley hier gerade. Ich mache hier Ultra-Farming hier. Und Ultra-Felder. Noch nichts wirklich erreicht, gebaut, was auch immer. Aber Hauptsache erstmal ein Feld. Hauptsache erstmal ein Feld. So. Dann hole ich schnell Kohle. Dann machen wir noch schnell vier Fackeln. Dann packen wir die Fackeln oben drauf, dass da keine Viecher spawnen. Das wäre nicht ganz so toll. Reinspringen sollte eh keiner können. Ich möchte das Ganze eins noch nach unten setzen auf jeden Fall. Also, dass praktisch da eine Erhöhung ist. 5. Nein. So, zack. Dann brauchen wir wieder Stickies. Zack, zack. Zack, zack. Machen wir 20 Fackeln. Fackeln können wir eh nie genug haben. So. Zack. So. Das Coole ist, dass die Fackeln durch die Mods hier, die alle installiert sind, dass die Fackel dann auch, wenn man so rumläuft, dass es dann, ja, leuchtet. Kann ich die? Doch, das geht noch. Ich war uns gerade nicht sicher, ob das noch funktioniert. Dann haben wir schön die Fackeln außenrum. Dann ist das schön beleuchtet. Zack. Und zack. So, dann sieht das doch gar nicht mal schlecht aus. Wie gesagt, das Ganze wird jetzt noch eins nach unten gesetzt. Das heißt, praktisch so. Dann hat man da so einen schönen, schönen Holzbalken. Ja, so schön mit Holz das Ganze. Das Feld, wie es bei den NPCs auch ist, bei den NPC-Dörfern. Da kommt eine schöne Leiter, Treppe da noch hin. Und dann geht das hier dann so runter. Dann haben wir das schöne Feld. Das bauen wir einfach dann so weiter. So, das machen wir mal so. Dann sieht das hier noch ein bisschen natürlich aus. Hier machen wir noch ein bisschen, keine Ahnung. Das machen wir aber irgendwie. Zack. Einfach mal ein bisschen willkürlich. Dass es ansatzweise natürlich aussieht. Sofern das natürlich aussehen. Man das natürlich aussehen nennen kann. So. Okay. Dann hätten wir das. Das tragen wir noch ein bisschen ab hier. Dann sieht das hier nicht ganz so viel aus. So, wenn das Gras dann wieder gewachsen ist, dann sollte es eigentlich passen. Ich lasse mich da mal überraschen. So. Okay, hier können wir dann noch schön Stufen machen.